Hi und willkommen zu einem weiteren Part von Clash of Clans. Was verbessert hier gerade? Gar nichts, gar nichts. Ich habe doch nur den Baum abgebaut, den Hain, den kleinen Wald, das kleine Förstlein. Ich habe es doch nur abgebaut, Kai. Da verbessert gerade nichts. Was habe ich denn eigentlich verbessert? Vom Gold her nichts. Ich glaube, die Bogies sind gerade so ein bisschen am Drücker. Ist das richtig? Ich sehe, glaube ich, gerade richtig, ja? Gut, dann ist ja alles toll. Sag mal, wo ist denn hier wieder mal eine Juwelenkiste? Hab ich lange nicht mehr gesehen. Na? Wird mal langsam Zeit, dass die so langsam mal wieder auftaucht. Sehe ich gerade leider nichts von. Das ist doch wohl eine Frechheit. Hallo? Ich glaube, es hackt. Na gut, kann man nichts machen. Dann ist hier gerade halt eben keine Juwelenkiste. Ist mir doch egal. Aber, wie ihr sehen könnt, haben wir die Boogie-Schwester auf Level 9. Das heißt, noch ein Level und dann kriegt sie ihre Fähigkeit verbessert. Also ihr Fähigkeitslevel. Das geht dann auf 2. Ja, nochmal zur Erinnerung. Alle 5 Level erhöht sich bei einem Helden. Egal, ob jetzt Barbarenkönig oder Bogenschützenkönigin oder Kampfmaschine oder Magierbruders, ich habe seinen Namen nicht drauf. Ja, das Fähigkeitslevel genau dieser gerade eben erwähnten Truppen. Helden. Das ist ja wohl ganz klar. Und, naja. Die Boogie-Schwester ist bald mit dem 10. Level dran. Und ich bin mal sehr gespannt, wie stark sie dann wird. Ja, wie stark auch die kleinen Bogies werden. Ob man da denn zufrieden nach vorne blicken kann. Oder ob sich das nichts schenkt. Aber ich denke mal, der Fähigkeitslevel plus 1, das wird auf jeden Fall nicht nur alle Klicks auf der ganzen Welt bringen, sondern auch wahrscheinlich den ganzen Schaden der ganzen Welt. Gut. Guck mal, mein Minion, hier ist eine 500.000 Elixier. Zwar sind hier X-Bögen etc., aber ich versuche trotzdem mal dran zu gehen. Auch wenn mir das Gold nicht gefällt, aber ey, komm. Wir müssen auch so langsam mal wieder hier die Kämpfe machen. Geht doch rein. Nicht nur alle 2, sondern alle 5. Was bildet ihr euch denn so ein, hä? Jetzt gehen sie rein, 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 jetzt gehen sie rein! Schwein! So muss das doch sein! Kurz mal auf die Helden schauen. Barbarenkönig couch ein bisschen am Zahnfleisch. Wenn ich das richtig gesehen habe, sind mir hier schon 2 Packers abgekratzt. Aber das macht doch gar nichts. Ja, wir sehen, der Höhenflug ist hier auch langsam vorbei. Kommen Sie nun! Toll, ich habe keine Magier mehr. Ich habe nur noch einen. Was soll der schon ausrichten? Na, vielleicht kommen wir nochmal zum Elixier-Lager. Und ich glaube, dass der Zauber total... Nein, doch nicht dahin! Doch nicht dahin! Okay, also mit einem Hit geht auf jeden Fall die Clanburg kaputt. Das macht vollkommen Sinn, meine Fräuleins. Ist okay. Ja gut, komm, jetzt verabschiede dich von der grausamen Welt, Packer. Na los, kommen Sie schon. Gut. So, Belohnung natürlich nicht vergessen. Wir haben natürlich auch noch die Belohnung vom letzten Mal. Das heißt, wir haben knapp 400.000. Also wir wären jetzt quasi schon bei 4 Millionen Elixier. Und gab es was, das wir mit 4 Millionen verbessern konnten? Ich bin mir nicht mehr genau sicher, aber... wäre auf jeden Fall geil. Ja.
Deswegen gucke ich natürlich jetzt wieder auf ein Dorf mit mindestens so, ja, so 400.000, so sollten schon drin sein. 400.000 sollten da schon drin sein, weil wir müssen aber gleich noch die Truppen fürs nächste Mal ausgeben. Das wird auch wieder teuer. Und komm, mein Junge, da würde ich auch mal sagen. Lass mal von außen. All die Magier agieren. Sehr gut, Minions. Habe ich den... Baban, könnte ich denn schon... Ich glaube, ich habe ihn schon gebootet, ne? Sollte eigentlich... längst passiert sein. Zweiter Boot für die Packers. Und da sind nur noch zwei Packers und die werden wahrscheinlich nicht mehr ans Rathaus kommen. Aber vielleicht nochmal zum Elixierlager. Das ist nur noch ein Packer oder? Das sind noch zwei. Ich glaube, es sind zwei. Oder ist es einer? Es war nur einer. Nein! Bruders! Aber hey, komm. Ja. Es wird trotzdem nicht reichen. Ich komme jetzt trotzdem nur wieder mit 3,7 Millionen raus. Ungefähr. Ja, 3,6 irgendwas, ja. Ja, hör mal, das ist doch hier wieder... Oh, du siehst ja schön aus. So schön, richtig so... So... Ist das Magenta? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall zu dunkel. Oder zu knallig für rosa. Sagen wir, es ist rosa mit ganz viel Kontrast drinne. Mhm. Ja. Lecker. Ja, was gibt's hier denn jetzt noch? 4 Millionen für die Sammler. Oder Bora. Ist ja denn sonst nichts mehr mit Elixier oder was? Ah. Weißt du, dann will ich das mal machen, ne? Dann geht es nicht. Kann doch wohl nicht sein. Aber guck mal hier. Ja. Nice HD, meine Bruts. Das dauert zwar wieder 9 Tage, aber ist mir jetzt egal. Ja, und sonst, geht es mir heute eigentlich ganz gut, ja? Sie merken das schon. So, zack, zack. 440 und fertig. Und rein ins Nachtdorf. Ja, hi. Es heißt immer noch Bauarbeiterdorf, Kai. Hallo. Ja, hi, Ibims. Übrigens, die üblichen Verdächtigen, die mich auf dem Discord schon öfters mal angeschrieben haben, von wegen Dorflayout, Hydro oder Max-Tax. Ihr könnt mir sehr gerne via Discord neue Meister to Level 5 Layouts schicken, damit ich diese auch umsetzen kann hier. Die Kampfmaschine geht jetzt nach rechts. Riesen gehen alle nach links. Das heißt, der Multimörser wird jetzt auch gleich auf jeden Fall dran glauben. Boots. Und die Kampfmaschine wird leider hier dran glauben. Nein! Mein Kampfmaschinenbruder ist. Und auch hier leider kein Stern, weil nicht gegönnt wird. Und auch leider nicht die Meister. Aber es ist auch ein Sechser.
Was willst du da erwarten? Da kannst du nichts erwarten, da kannst du auch da nichts machen. Ja. Hätten wir die Meisterte kaputt kriegen können und... Hm. 50% hätten wir das geschafft, aber... Na, ja, 6er halt, ne? Ist halt nichts gegen zu machen. So, warte mal ganz kurz auf die Kampfmaschine, weil ich habe keinen Bock, wie letztens einen auf den Deckel zu kriegen. Fangs. Ja, ja. Erinnert mich übrigens daran, dass ich in der Schubphase gerne mal sehr gerne mal kleinere Gebäude verbessern kann, die ein niedriges Level haben, die zum Beispiel nur 10 Minuten zu verbessern brauchen. Sowas wie was eigentlich? Wie ein Goldlager oder sowas zum Beispiel. Das dauert nicht lang zu verbessern und gerade mit dem Schub ist das so schnell verbessert. Na, ob der kaputt geht. Ja, nein! Oh Gott! Ja. Ja. Es leben ja auch noch 3 Riesen. Wie geil ist das denn, ey? Das werden vielleicht sogar wieder 100% oder was? Wo 100% Hände oder wie? Boah, ey. Ekelhaft, ey. Ich gönn dem das gar nicht. Oh, wie kann er es denn nur wagen? Aber ich werde jetzt gleich sofort zum Beispiel zum Goldlager springen, das auf Level 2 verbessern und alle anderen Gebäude dann auch, weil die brauchen nicht lang. Ne? Gerade wenn der Schub da ist, Dullahurenturm. Das sind diese, genau solche, jene Dinge in 0,nix verbessert. Da brauche ich dafür auch nicht irgendwie so ein Goldlager Level 1 über einen Part lang oder über eine Partpause hinweg verbessern, weil das wäre Schwachsinn. So, komm, direkt das Goldlager ziehen. Dass ich gewonnen habe, ist mir klar. Ne? Da müssen wir jetzt hier nicht drüber reden. Gut, das dauert jetzt eine Stunde eigentlich. Oh, fuck. Gut, das hätte ich jetzt nicht gedacht und erwartet. Ja. Schade. Ach du Kacke, was ist das denn bitte? Puh. Ja gut, da würde ich meinem Riesen jetzt nicht direkt dran zwingen. Komm schon, geh zum Tesla. Geh zum Tesla. Mein kleiner Brut. Okay, wie die Kampfmaschine einfach durch die Mauer läuft, so als wäre es gar nichts, ne? Auch nicht schlecht. Kann man ja mal machen, auf jeden Fall. Los jetzt! Ach, das kann doch nicht sein, das Spiel gönnt nicht! Da war auch klar, dass. Also das Spiel hat sie jetzt gerade wieder überhaupt nicht gegönnt, ne? Ein Hit für den Multimörser, aber das Spiel gönnt halt nicht. Ich habe mein Bestes gegeben. Mehr kann ich hier nicht tun. Ja, aber ich wusste doch nicht, dass das Ding jetzt irgendwie eine Stunde braucht. Wie viel habe ich denn noch? 3 Minuten. Ja, kannst du nichts machen dann, ne? Da kannst du dann auch einfach nichts gegen machen dann, ne? Da kannst du dann einfach nichts gegen machen. Da ist doch nichts zu machen gegen. Ob der Boogie direkt da rankommt? Nee. Ja, wie soll ich jetzt reingehen? Das ist ja wieder unfair, ne? Das ist ja wieder extrem unfair hier, ne? Da muss man nicht drüber reden, dass es extrem unfair wieder hier ist. Thank you.
gucken, ob die Kampfmaschine direkt auf die Maishütte geht, ohne sich jetzt von dem Gedöns treffen zu lassen. Natürlich lässt sie sich da treffen. Das Spiel könnte natürlich wieder das Zerstören des Zerschmetterers nicht. Was aber auch klar ist. Aber wir haben wieder mal 2 Sterne. Ob das reicht, keine Ahnung. Sollte eigentlich vielleicht, weil hier, ne, Kampfmaschine und so. Das Spiel gönnt das Zerstören des Uhrenturms nicht. Das Spiel gönnt momentan einfach gar nichts, ne? So, einmal alle 100 Parts gönnt das Spiel und dann gönnt das Spiel wieder 100 Parts gar nicht. Das ist immer das Beste. Und hier weiß ich auch nicht, wie ich reingehe. Wenn ich jetzt die Riesen hier platziere, laufen sie sowieso hier durch die Lücke. Also. Na, was sage ich? Die laufen durch die Lücke. So, das macht absolut keinen Sinn. Aber okay, ne? Sterben sie sowieso am Zerschmetterer. Das ist auch wieder nichts zu machen dann. Also es ist halt wieder so, was soll ich da machen, ne? Was soll ich denn da machen, ne? Da ist doch nichts gegen zu machen, ne? Ah, ist nichts gegen zu machen. Da kannst du auch nichts gegen machen dann. Ah, geht nicht, ne? Ah, da kannst du nichts machen. Da kannst du leider nichts machen. Da kannst du leider nichts machen. Ja, aber sowas wie eine Mine hätte ich verbessern können. Die wäre jetzt schon fertig gewesen, weil guckt euch mal an, wie das Goldlager jetzt nur noch 22 Minuten braucht. Das ist krass. Das ist gar nichts. Aber naja, ne? Okay. Von mir aus. Ah, wieder ein Sechser. Jetzt wird's wieder richtig fair hier. Wir merken das wieder, ne? Jetzt wird's wieder so richtig fair, ne? Hast wieder so richtig schlecht, ne? Klar ist, dass 30.000 wegfliegen, das war klar, ne? Ja, mehr ist da auch wieder nicht drin, ne? Ja, da ist halt, ne, das ist... Warum wurde die Bombe gerade eben nicht ausgelöst, als die Riesen dahin gegangen sind? Das kann mir wieder keiner erklären, oder? Das kann mir keiner erklären, oder? So, warum kann mir das keiner erklären, ne? Das ist wieder mal, ne, was soll ich dagegen so machen, ne? Naja, ne, ist halt wieder schlecht, ne? Immer gegen Sechser spielen, ist halt richtig unfair, ne? Da kannst du auch nichts gegen machen, ne? Ist halt richtig schlecht vom Spiel, ne? Das ist halt leider richtig schlecht vom Spiel, ne? Da ist halt leider nichts gegen zu machen, oder? Ah, ist halt das Spiel schuld, ne? Da kann ich nichts gegen machen. Das ist halt unfair, ne? Das ist halt leider unfair, ne? Das ist halt auch leider schlecht, ne? Aber naja, ne? Aber naja, ne? Das ist halt unfair, ne? Immer gegen Sechser spielen, immer schön unfair, ne? Die mit ihrem Lava-Geschoss, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Da ist da nichts gegen zu machen, ne? Da ist da nichts, da kannst du nichts gegen machen.
Das ist halt einfach so. Aber naja, ne? Das ist halt schlecht.